weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ich war die letzten zwei Wochen so ein bisschen im Chaos versunken, weil bei mir in der Backstube zum Beispiel der Keller vollgelaufen ist mit Wasser. Das war super. Jetzt die ganze letzte Woche über war ich im Salon meiner Schwester, weil die, ich habe euch ja erzählt, die haben einen Mietvertrag unterschrieben. Dritter Salon, heute ist die Eröffnung. Aber da habe ich die ganze letzte Woche halt geholfen zu renovieren und sauber zu machen und einfach das ans Laufen zu bekommen, damit die heute eröffnen können. Das heißt, deswegen war ich einfach voll verhindert und konnte auch nicht bei, weil ich halt den ganzen Tag dann da war, konnte ich dann auch, ich habe nicht bei Facebook, weder bei Facebook noch bei Instagram gepostet. Das Einzige, was ich geschafft habe, war mein Video pünktlich bei YouTube hochzuladen, was super ist. Oh, jetzt wird mir aber doch warm, sorry. Ja, dann war ich noch, was euch wahrscheinlich auch für mich freut, ich war beim Arzt für meinen Rücken. Das war ein amerikanischer Chiropraktiker, dem habe ich mein komplettes Leiden dann einfach erstmal erklärt. Der hat mich gestern Donnerstag, hat er mich dann fast 30 Minuten lang eingerenkt, nach 30-minütiger Fehleraufnahme, wenn man das so nennen möchte. Boah, ich habe das Gefühl, jetzt ist besser. Ja, und danach habe ich mich gefühlt wie so eine wabbelige Nudel. Also anscheinend war da echt alles falsch bei mir im Rücken. Mir geht es viel, viel besser, was natürlich supi ist. Also dafür auch direkt Daumen hoch, sehr schön. Ich hoffe, ihr freut euch für mich. Ja, was wir jetzt machen, genau, einmal das noch eben. Wir fahren jetzt, ich war gerade schon in der Backstube. Wir haben 20 nach 12. Ich war gerade kurz in der Backstube und habe die Macarons abgeholt, die ich gestern Nacht noch gebacken habe für die Eröffnung von meiner Schwester. Wir bringen die Macarons zu ihr, wir holen gerade aber noch Heliumluftballons, die ich dann mit zur Eröffnung nehme. Und in Köln holen wir dann auch noch Fondant, weil ich für Sonntag für eine Mitarbeiterin von uns eine Tauftorte machen darf. Mitarbeiterin von uns, Mitarbeiterin meiner Mama. Eine Tauftorte machen darf, die ich filmen wollte. Das heißt, dafür brauche ich auf jeden Fall noch Fondant. Also das ist so plus minus der Überblick. Ja. Stream wollte ich heute Abend oder nachher auch noch. Giveaway wollte ich heute Abend später auch noch machen. Das mache ich aber wahrscheinlich nur bei Instagram, weil da ist es für mich im Moment einfach am leichtesten, schnell zu kommunizieren, was Adresse und Gewinne angeht und so. Deswegen. Aber das ist so plus minus der Plan. Also ich bin jetzt gleich bei der Ballonperle. Lass ein paar schöne Luftballons machen und dann fahren wir direkt nach Köln und sagen da mal Hallo. Ich war jetzt bei der Ballonfrau. Das sieht zwar nicht gerade so aus, aber die sind turbo busy. Sind alle fast komplett ausgebucht wieder, was echt krass ist, weil heute der erste Tag ist. Aber viele Kunden freuen sich, haben sich gefreut, dass wir jetzt noch einen weiteren Salon aufmachen, weil die beiden anderen Salons immer so rappelvoll sind. Es ist immer viel zu eng, deswegen sind einige Kunden, die in anderen Salons eingetragen waren, hier zum Lenau. Also es ist am Lenauplatz, falls ich das noch nicht gesagt habe, in Ehrenfeld. Und ja, das heißt, wir haben einfach viele Kunden, die in den anderen Salons waren, sind heute einfach hier rübergekommen. Deswegen war es da auch schon gut voll, was natürlich immer schön ist. Wir fahren jetzt noch eben zur Tortenboutique, genau.
das ist vielleicht 10 Minuten von hier entfernt. Da gehen wir. Das sind so komische Menschen. Da gehen wir noch kurz von ankaufen, wie eben gesagt. Aber ansonsten sind wir auch schon fertig. Wir haben jetzt kurz nach 2:30. Also es ging jetzt gerade alles rucki zucki. Ja, voll gut. Achso, wollt ihr mal raten? Ich weiß ja, dass die Luftballons sind normalerweise extrem teuer. Aber da zu der Dame, wo ich immer hingehe, wo ihr auch gesehen habt, habe ich jetzt für alle drei Luftballons zusammen 14 Euro bezahlt. 14 Euro mit Fuß, mit Bändchen und Glitzer und allem drum und dran. Das ist mega günstig, deswegen gehe ich immer super gerne dahin. Also guter Preis. So, die Ampel wird jetzt gleich grün. Ich mache euch aus und melde mich gleich. So, ich habe den perfekten Parkplatz, weil da ist die Tortenboutique. Jetzt eben einmal reinsprinten, vorne ankaufen und dann ab in die Backstube. Auf geht's. So, ich bin in der Backstube. Ihr merkt, ja. Ich habe mal wieder viel zu viel in der Tortenboutique gekauft. Genusswerkstatt ist nicht mehr. Ich wollte eigentlich nur einmal Massetticino kaufen, habe ich euch ja gesagt. Das heißt, der ist auf jeden Fall mitgekommen. Was ihr aber auch schon gesehen habt, ist, dass ich das hier gekauft habe. Ich stelle euch mal wieder hin. Moment, das ist ein bisschen doof so, ne? Drei Sets von Patchwork-Cuttern. Die habe ich nämlich noch nicht, erstaunlicherweise. Man meint ja, bei dem ganzen Kram, den ich habe, habe ich alles, was man sich wünschen kann. Nein, ich habe kein einziges Set von diesen Patchwork-Cuttern. Und ich brauche demnächst für eine Freundin von mir, für die Melli, die heiratet am Anfang September. Und ich filme die Hochzeit. Ich habe gefragt, ob ich die Hochzeit filmen darf, wo ich mich schon voll drauf freue. Das heißt, das wird passieren und ich backe dann natürlich die Hochzeitstorte. Und da hat sie sich sowas in die Richtung gewünscht, halt mit diesen Silhouetten. Das heißt, das habe ich jetzt gekauft. Die haben 12,90 € gekostet. Ich hatte die bei Amazon auch schon in meinem Einkaufskorb. Hätte die eigentlich jetzt die Tage gekauft und dachte mir dann, okay, wenn ich eh da bin, kann ich die jetzt auch so mitnehmen und kann mir den Versand sparen. Das heißt, ich habe einmal die sind alle da drin. Dann hier sowas zum Auffüllen. Dieses. Und das brauche ich gleich. Das war perfekt. Wusste ich gar nicht, dass es das gibt. Mit so Eulen. Das ist auch so ein Set. Mega gut. Das heißt, die drei habe ich gekauft. Die haben 10,90, 12,50, 12,90 € gekostet. Ein Kilo schwarzen Massetticino habe ich gekauft, weil ich es mir nicht antue, schwarzen Fondant selbst zu färben. Ich brauche meine Nerven für andere Sachen, deswegen fertig gekauft. Und ich musste orangene Farbe nachkaufen. Das heißt, das habe ich gemacht. Und das waren dann insgesamt, ich glaube, 105 Euro so viel. Ja. Oh Mann, naja, okay. Ja, was habe ich hier noch auf dem Tisch liegen? Hier mit der schönen Zeitung, mit dem hier, wollte ich gleich im Stream ein Giveaway machen, weil ich davon 5 Stück habe. Eins für mich, 4 zu verschenken. Das heißt, das kommt nachher. Das hier habe ich auf dem Tisch liegen. Die wollte ich vielleicht in meinem Schaufenster irgendwie verwursten. Vielleicht muss ich das mal ein bisschen aufhübschen. Dann die hier kennt ihr bestimmt. Oder? Es ist so ein Abonnement, wo ihr, ich glaube, alle 2 Monate. Bleibt stehen. Das ist so ein Abonnement, wo ihr alle 2 Monate so eine Box zugeschickt bekommt, wo dann so
Kannst du bitte stehen bleiben? Wo ihr halt alle 2 Monate so eine Box zugeschickt bekommt, wo dann Werkzeug und also schöne Sachen drin sind. Ich verlinke euch das mal unten in der Infobox, falls da jemand Interesse daran hat. Und in diesem Winkel sieht man total, wie müde ich eigentlich bin. Ja, das heißt, das steht hier noch bei mir auf dem Tisch. Außerdem habe ich eine große Auswahl an Fondant hier stehen oder liegen. Da wollte ich wahrscheinlich nächste Woche diesen Fondant-Vergleich nochmal machen. Und das sind jetzt 2, 4, 6, 8, 9 verschiedene Fondant-Sorten. Und vielleicht mache ich auch, ich dachte, ich mache 10. Und der 10. wird dann Massaticino, um das wieder anzugleichen, weil ich damit ja immer arbeite. So. Okay, ihr wollt nicht stehen bleiben, dann nehme ich euch jetzt in die Hand. Ich muss jetzt eben noch einkaufen gehen. Das, ich glaube, das Größte habe ich euch noch gar nicht gezeigt, aber das habt ihr in einem Video wahrscheinlich schon gesehen. Die da? Da testen wir nachher das erste Mal mit. Ich bin ganz aufgeregt. Und ich freue mich schon, damit ein bisschen zu testen und zu klamüsern. Oh boy. Ja, ich schreibe mir jetzt eben eine Einkaufsliste und dann tingeln wir einmal zum Spar und holen Butter, Eier und sowas. Ja, man sieht, dass mir warm ist. Heute ist so ein Tag, so ein Backtag, da wuppt es einfach irgendwie nicht so richtig. Also ich habe jetzt schon so eine ganze Liste an Tests abgearbeitet. Ja, lassen wir es mal dabei stehen. Einen kann ich euch auch zeigen. Ja. Ich meine, das sieht jetzt nicht so dramatisch aus, aber ihr wisst auch, glaube ich, nicht so recht, was es sein soll. Und das ist vielleicht auch besser so, aber... Nee. Also die Porung ist schön. Warum manchmal, ne? Sieht so gut aus, wenn es aus dem Ofen kommt und dann fällt es zusammen. Oh Mann. Also, das war so ein leichter Reinfall. Aber ich habe schon Biskuit gebacken. Der war erfolgreich. Es gibt auch nicht viel Erfolgreiches beizuhaben. Das ist jetzt das Nächste, was mich so ein bisschen frustet. Und zwar ist hier die Form. Ich habe das in so einer Einweg-Papier, so einem Einweg-Ding gemacht. Weil ich den Kuchen hier, das ist so ein Käsekuchen mit Johannisbeeren, unser Nachbar, Vermieter quasi, der über uns wohnt, das ist ein älterer Herr, der hatte gestern Geburtstag und weil wir uns mega gut mit dem verstehen, mit dem Manfred, mit dem Manni, wollte ich ihm Kuchen backen. Gestern habe ich es nicht geschafft, weil wir gestern halt noch Umbaugedönse im Salon gemacht haben, deswegen wollte ich das heute nachholen. Lange Rede, kurzer Sinn. Diese Scheißform, können wir das sehen? Einfach ausgelaufen, jetzt habe ich da halt so einen größten verstellbaren Ring drum gemacht. Aber boah, ey, es gibt doch weniger, viel frustrierendere Sachen gibt es doch nicht, oder? Wenn ein Rezept einfach nicht zum dritten Mal nicht das ist, was sein soll und Form nicht das halten, was sie versprechen. Mann! Ja. Dass mir warm ist, haben wir schon gesagt. Aber der Sommer neigt sich ja langsam dem Ende zu. Ich fand es sehr sympathisch und sehr, sehr... Ich habe mich total gefreut, dass so viele anscheinend keine Sommermännchen sind wie ich. Danke für euer Verständnis. Ja, hatten wir den Winkel schon? Sehr charmant, aber dann könnt ihr wenigstens da oben gucken. Sorry. Ja, wir haben jetzt 6, kurz nach 6. In einer Stunde um 7 wollte ich noch streamen. Und bis dahin habe ich auch, glaube ich, hier nochmal ein bisschen Ordnung gemacht, weil im Moment sieht es dann doch aus, als wäre eine Bombe eingeschlagen. Ja. Das heißt, ich habe jetzt noch ein Stündchen Zeit. Moment. Ich habe jetzt noch ein Stündchen Zeit, hier ein bisschen aufzuräumen, zu verräumen und wegzuräumen. Und dann streamen wir gleich und dann machen wir auch schon Feierabend. Morgen keinen Kurs. Ja, weil ich letztes Wochenende... 2 Kurse hatte, einen Samstag, einen Sonntag. Sonntag war ein privater Kurs. Ja. Ich verräume mal.
hatte die auch schon mal so, ne, Arschlochtage sind es ja nicht, ne, aber so, so Tage, wo es nicht so wuppt, backtechnisch. Mann, oh Mann, oh mein Gott, ich glänze so. Bis später. Hallo. Und von der Lappdinger. Wir haben schon kurz vor 10. Draußen ist auch schon fast dunkel, wie ihr sehen könnt. Ich bin jetzt in den letzten Zügen. Ich habe jetzt gerade noch für die Tauftorte den hier vorbereitet. Kleine Würmchen hier. Außerdem kam mein Mann mit dem Karton hier. Pizza. Und wir haben eine kleine Pizzapause gemacht. Ich habe noch vorbereitet Blümchen. Und noch mal Blümchen. Ja, also ich glaube, ich war heute recht fleißig und recht tüchtig. Ich muss jetzt halt eben, wie gesagt, ein bisschen aufräumen, ein bisschen sauber machen. Nur ein Feierabend angesagt. Das Ding ist, ich habe das Bedürfnis halt, meine Tische immer komplett leer zu räumen, wenn ich den Feierabend mache. Das ist aber eigentlich total doof, weil das werde ich morgen gebrauchen, genauso wie den Fondant-Eimer wieder. Die Maschinen brauche ich beide wahrscheinlich morgen wieder. Deswegen, jetzt alles wegzuräumen, ist halt so total unnötig. Aber wenn die Tische noch so voll sind, dann habe ich mal das Gefühl, dass ich nicht fertig aufgeräumt habe. Weil es ist halt so eine Routine, alles ordentlich zu machen. Ja, ich versuche, so gut es geht, aufzuräumen. Und dann machen wir Feierabend, Abigaloppi nach Hause. Aber jetzt kann ich endlich mal wieder mein Fenster in beleuchtet sehen. Weil die letzten Wochen, wenn ich hier war, bin ich halt gegangen, als es draußen noch hell war. Und deswegen konnte ich halt nicht sehen, wie das beleuchtet aussieht. Aber das Schildchen ist voll süß. Und dann, die hatte ich letztes Jahr schon, falls ihr euch erinnert. Die ist beim Kellerschaden unten Gott sei Dank nicht nass geworden. Habe ich mich total darüber gefreut, weil ich die in einem Masatecino-Eimer gelagert habe. Und die Lichterkette ist so ein bisschen auf dem Wasser geschwommen, wie so ein Boot. Deswegen habe ich die jetzt auch hochgeholt. Dachte ich, ja, okay, vielleicht ist das ein Zeichen, hänge ich die mal auf. Ja, gut, okay. Ich klamüse mal. Ach so, habe ich euch, glaube ich, auch noch gar nicht gezeigt. War voll der Erfolg. Ich habe Brot gebacken. Das ist aus dem Rezeptheftchen so von der Ankersrum, von der rosanen Maschine. Das ist das Rezept, das heißt sogar Ankersrum Brot. Ich schätze mal, das ist aus dem Ort selber, wird das da einmal gemacht. Extrem lecker. Also was heißt extrem lecker? Ich habe es noch nicht probiert, aber das riecht unverschämt gut. Ich bin auch voll froh, dass ich jetzt drei davon habe. Das Rezept ist einfach so groß gewesen, dass jetzt hier drei Laibe rausgekommen sind. Und was auch ganz cool ist, hier ist das Mehl drin, was ich auf Rodos gekauft habe. Und ich habe eben ein Foto davon bei Instagram gepostet und dann hat die Mama von meinem Schwager hat gesagt, boah, das sieht aus wie das Brot, was es zum Teil auf Rodos gibt. Und dann habe ich gesagt, witzig, weil da ist das Mehl aus Rodos drin. Und ja, siehst du? Das ist ein Zufall. Den bringe ich morgen wahrscheinlich ein Laib auch vorbei. Meine Mama kriegt jetzt gleich noch ein Laib und den angeschnittenen hier. Nehme ich mit nach Hause. Mich alleine. Ja. Gut, ich mach mal. Feierabend. Auf geht's. Ich muss das Blech mitnehmen. Mit dem Brot, Kuchen, Pizza und die Rolle noch hochmachen und dann durch diese Tür. Gute Nacht sehen.